What up, Leute? Willkommen zu Spieltag Nummer. Das ist immer das ist eine Nummer, ne? 7. Das müsste sein. MVP. Wir spielen Hermit, irgendwie sowas. Und ja, sind direkt das Team. Wir starten schnell rein. Pikachu ist dabei. Wild. Ist immer sicher, bevor ich Angst hatte. Muss ich den Kader aufmachen? Zapdos ist nicht dabei. Okay. Weil ich die Fiaro so schön ausbauen kann für das Game. Schade. Fällt aber eigentlich meinem Valiant schon mal. Pax ist auch nicht dabei. Das gefällt Valiant auch sehr gut. So, wait. Wir haben hier Moon. Was ist mein Kuli jetzt wer? Das ist ein bisschen kacke. Einen anderen? Bitte schreib. Moon, Art, Morai, Hisui, Scissor, Azucladis, Pika und Boninu. Okay. Das sind die schon offen so. Wir gehen halt mit Afterlife. Das habe ich mir bei meinem Teambuilding so entschieden, dass ich mit dem rein mit dem dienen wollte. Also das machen wir jetzt auch. Ich soll auch fertig gehen. Das ist ja vielleicht ganz praktisch. Okay, dann gehen wir mal rein hier. Das ist nicht ganz praktisch, dass er sein Ding eigentlich dabei hat, sein Zapdos, weil ich hier ziemlich safe mit Capoeira gehen kann. Ich kann nicht den Spin nicht auf Capoeira, aber da, ich kann hier gegen. Ich kann eigentlich immer viel auf den TC gehen. Also, ich hab ihn nicht hier. Das ist jetzt die Frage. Ist okay. Nach Bedrohr und Dinger macht der Bollenhelm mit mehr Schaden, aber jetzt nicht an die Spikes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht spinnen will, deswegen tun wir einfach mal direkt. Falls der Arthur da alles reinkommt. Okay. Bollenhelm-Schaden. Tune. Das ist guter Schaden. Mit Machtpunchen jetzt. Aber wenn wir jetzt Abmurak bekommen, ist das sehr geil. Warum ist Abmurak eigentlich so klein, Alter? Capoeira ist ja viermal so groß. Was ist denn das? Das hat auf jeden Fall schon mal. Seasless. Von der Eroas, aber es ist eher relevant, weil Abmurak ist down. Das ist schon mal sehr gut, Capoeira Kill. Falls es reinkommt, wenn jetzt also klar das kommen, damit wir in den Suikun gehen. Was habe ich noch dabei denn? Ich hab noch dabei. Okay, der kommt. Was brauche ich in dem Met. Ja, ich will ja nicht den behalten. Also wir gehen jetzt hier in. Ganz entspannt in Jahre und kann einmal die folgen. Außer U-Turn jetzt, aber in welchen Burn natürlich ich dann nehmen. Tony, okay, der ist ein Burn. Der ist eh nie da, der Burn etwas ist eh nie, aber wir kriegen ihn mal. Ne, kriegen wir nicht. Ich die folge. Egal wie viel Schaden es jetzt gemacht hat. Hier ist immer die Fortfallen. Der muss hier eh raus, also von dem her. Ja, und er muss eigentlich in Asogladis gehen. Weil für alle drei, für alle, also entweder Pikachu maybe, aber der kriegt halt genug Schaden von den Flabbits. Und die anderen drei will ich echt, die anderen beiden würde ich echt gerne bei dir rausnehmen können. Also Boinu und Moon. Ja, okay.
muss immer einen Song anmachen. So. Was sind wir jetzt? Onimu. Okay. Ja, den werde ich jetzt gerne. Vielleicht, dass ich jetzt nicht jetzt den Außerwerk gesenkt habe, trifft mein Irrlicht auch immer. Das sieht bei mir nicht mehr so gut. Der wird dann wahrscheinlich irgendwie Antifluchtbeeres haben, wenn er so aggressiv auf Yao draufkommt. Okay. Poison-Kampf, okay. Passiert. Frage ist, gehe ich jetzt in Capoeira? Ich glaube schon, oder? Weil ich würde viel Eingang dann behalten, falls es ein Scarfed Moon ist. Weil ich gehe jetzt hier in Reinvented und... ich gehe jetzt in Capoeira und kann dann gegen die Tune gehen. Sollte Capoeira eigentlich gar nichts machen können jetzt nach Bit Warp plus Spawn. Ja, vielleicht kann ich heute nicht mal. Überrest auf dem Gift und auf dem Tschüss-Ding. Aber wahrscheinlich wegen dem gleichen Problem, was ich mit Thunder jetzt Farmer hatte. Dass du sonst aus Versehen dein Dinger triggerst. Dass du aus Versehen deine, wenn du Terra hast, ist ja dein Terra-User. Dann aus Versehen, Schaden kriegst. Selbstschaden machst. Okay, der Abschlag macht gar nichts. Und wir tun jetzt auch immer. Und das ist richtig guter Schaden. Eigentlich weiter EQ'en hier. Ich sehe kein Problem gerade, wenn ich weiter EQ'e. Würde maximal Chaos-Tech draufkommen, wenn er Bock drauf hat. Achso, klar, das ist okay, der will da eigentlich auch nicht EQ'en. Ja, eben, das genau deswegen. Okay, Brustrüstung, ist fein. Ich EQ'e hier weiter. Falls er jetzt Estin will, das will ich ihm nicht geben. Ich könnte jetzt in Suicune gehen, trotzdem will ich ihm einfach, wie gesagt, diesen Estin nicht geben. Sakai wäre natürlich lustig, wenn ich ihn jetzt hätte. Aber ich muss den Eiskreise mitnehmen für Zapdos. Wenn ich sein Life Rip. Was machen? So, also plus 2 Speed ist ein Step, das ist fein. Weil ich hier jetzt, wie gerade schon gesagt, ganz einfach in Suchung gehen kann. Und ihm hier. Also, der kann sehen, dass er ein Solar Blade mit Power-Up spielt. Ist ein Ding, was ich auch gerne mache. Aber den Tank zu tun halt. Obwohl er nicht geboostet ist. Das war auch der Grund, warum ich ihn nicht boosten lassen wollte. Weil, wenn er sowas spielt, dann habe ich ein kleines Problem. Das ist fein. Das ist tatsächlich komplett fein. Oder ist es das? Es sollte fein sein. Wobei, wie lustig jetzt ein Kaumind gewesen wäre. Ich habe es kurz überlegt, ne? So, ist fein. Suchen wir mal wieder einen Kill. Also klar, das ist weg. Onimu ist low. Wie geht's Sherox? Also, egal wie Sherox geht, ich gehe jetzt hier in Fiaro. Weil ich mal schneller bin als alles. Onimu ist ziemlich low. Kurz Problem ist jetzt eigentlich noch Moon. Ja. Onimu kommt weg. Der ist so low, den werde ich wegverblassen. Ich hoffe, ich hitte auch. Das ist auch mal so ein Thema. Ich hitte. Ich hitte Fiaro, sehr schön. Ich hab mal meinen Mund vergessen. Okay.
Chiox kommt. Ja, der profitiert jetzt eben davon, dass ich jetzt ziemlich low bin. Nämlich auch ein bisschen ausgelassen hier, muss ich sagen. Wie viel Fiaro noch auf, ist die Frage. Wie viel Fiaro noch auf? Muss ich eigentlich. Ja, ich muss die Fiaro noch aufheben. Hier raus, im Meter raus. Wie viel mache ich denn mit. Wie viel mache ich mit. Iron Valiant's Vacuum Wave auf den Chaos? Hier ruckzuck die Ballade auch nicht dabei. Wenn jetzt nicht gebellt wäre, wäre das ziemlich entspannt. Vacuum Wave macht knapp 30 bis 40%. Wir drücken aber den Hammerarm hier. Wir haben hier einen Punching Glove drauf, also alle Schlagmoves werden natürlich nochmal verstärkt beim Metagross. Also von den anderen Monstern, die jetzt reinkommen, die er noch hat, sollte der Donnersichel erst recht, soll davon jetzt nichts leben können. Ja, das war ein Hammerarm vom Metagross. Was ist denn der Shiox-Schaden vor auf Tailflame gewesen? Bei Punch, der ist ziemlich sicher beendet, okay. Was soll Pikachu jetzt machen? Wenn hier schon so ein Pikachu geht, dann gehe ich lieber als Afterlife. Ich habe eine EV drauf, falls der speziell ist. Muss ich immer, also wenn es dann möglich ist, muss ich immer ein bisschen Differenz rausholen. Wenn es schon mal möglich ist. Okay. Sehr schön. Wir einfach bei A, weil es schön ist, gehen wir auf die Terra Dragon Dracos. Und der sollte auch dem Chiox relativ viel Schaden machen. Sag ich eigentlich jede Woche. Und irgendwie macht es trotzdem keinen Schaden. Trotzdem machen wir es hier. Sagagi, Terra Dragon, Modest, Draco Meteor. Laut Kalk knapp 80%. Ich hoffe, mein Kitty ist auch. Sehr schön. Afterlife im Draco Meteor. Der macht so ziemlich neuen Schaden, den er auch machen soll. Die Rollwenden einmal, wir sollten langsamer sein als der, vor allem wenn du ihn kannst. Logischerweise. Okay, wenn du das nicht. Doch, nähern. Komm, ist was. Ach, schon, ich habe relativ viel Speed in das auf meinem Tablet. Das ist das Problem. Okay, ja, Dinger ist weg. Wir können jetzt hier von die Edges abwerfen. Vielleicht kriegen wir sogar den Burn. Dann kann ich das ganze Ding sogar mit Dinger finishen mit, Flame Buddy? Ja, der Flame Buddy triggert mal. Let's go! So, Pika ist jetzt noch relativ voll, ne? Ich kann eigentlich wieder in den Burger gehen. An der Stelle. Und nochmal Draco. Oder gebe ich jetzt hier den Valiant? Das Ding ist, ich habe tatsächlich gerade Angst, dass der jetzt mit irgendwas Dummem rumläuft auf Pikachu, ne? Sonst kann ich, aber ich kann, also ich habe einen Life of Valiant. As long as der, dass der nicht mit, dass der nicht irgendwie Sash Specs gleichzeitig hat, macht der mir eigentlich nichts. Moonblast hier. Wenn ihr noch kurz heute 2 Kills. AKA, ich. Die Wrecking Wave wird 1 KP überlebt. So, und dann drücken wir jetzt hier nochmal die Wrecking Wave. Weil ich muss ja auch nochmal Feuerschlag drücken können. Aber Wrecking Wave reicht. Und wir gewinnen tatsächlich mal wieder ein Game. Nach 5 verlorenen Spieltagen. Holen wir hier einen Win. Finally, mal wieder. Gegen Hermit. Und lösen uns dann ein bisschen vom Tabellenende. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön.
Und Capoeira quasi bis zum Matchwinner gewesen im ganzen Ding, ne? Relativ viel Anteil gemacht. Wir hatten jetzt die Kills, also. Moon war Meta. Ja. Okay, haben wir 5 verschiedene Killer heute. Sehr schön. Beenden wir. Damit aber Valiant, der ist aktuell vor diesem Spieltag, das weiß ich, auf Platz 1 geteilt. Könnte also sein, dass wir nach diesem Spieltag auch mit 2 Wins in der ganzen Season den Top-Killer stellen. Ja. Sigimons Gotron. Aktuell, der ist auch Tabellenführer, ist aktuell auf Platz 1. Mit 11 Kills und 2 Toten. Eisenkrieger, die geile Sau, ist auf Platz 2, auch mit 11 Kills, aber mit 5 Toten. Also je nachdem wie sie gespielt hat, oder wie auch Briggs Gaming mit seinem Ogapon Brunnen-Ogapon gespielt hat, könnte es sein, dass der Eisenkrieger jetzt Topkiller ist nach dem Spieltag. Und das wäre natürlich ziemlich geil. So, aber ich wünsche euch jetzt was. Noch einen schönen Sonntag, dies, das. Cheerio.